unser lieber Freund Donald Rumsfeld. Sie wissen, der amerikanische Verteidigungsminister, ein enger Freund unserer Show und des deutschen Volkes, hat jetzt Deutschland in eine Reihe mit Kuba und Libyen gestellt. Er hat gesagt, einige Länder wollen nach einem Krieg oder im Falle eines Krieges dann gar nichts machen, wie zum Beispiel Kuba, Libyen, Deutschland. Da haben schon wieder viele aufgeregt. Ich nicht. Ich finde zum Beispiel, angesichts unserer momentanen wirtschaftlichen Lage ist der Vergleich mit Libyen ein Kompliment. Oder? Liebe amerikanische Freunde, und was heißt hier Kuba? Ihr müsst ein bisschen genauer hingucken, ja? Der Mann, der oft neben unserem Kanzler steht, das ist nicht Fidel Castro, das ist Wolfgang Thierse. Gucken. Erst gucken. Sabine Christiansen, the Queen of German Knallhart Talk, wird Donald Rumsfeld am Sonntag exklusiv interviewen. Er alleine, eine Sondersendung mit Donald Rumsfeld, und das ist wichtig für Sie, dass Sie zu Hause nicht irritiert sind. Sabine Christiansen wird ein großes Schild umhängen haben mit ihrem Namen, damit Mr. Rumsfeld nicht glaubt, es ist Margot Honecker. Das war die große Welt der Politik. Jetzt kommt ein Thema, das Sie wirklich begeistern wird, weil mich hat es von den Socken gerissen, als ich das gehört habe. Endlich, endlich, endlich gibt es in Deutschland eine Partnervermittlung für homosexuelle Landwirte. Das haben wir doch mal gebraucht, oder? Nicht nur homosexuelle Landwirte, sondern überhaupt Menschen, die im sogenannten grünen Bereich tätig sind. Forstwirte, Gärtner. Hat einer gegründet, ein Landwirt. Und als ich das gehört habe, die Nachricht, ja, Partnervermittlung für schwule Farmer, habe ich gedacht, wieso, gibt es neue Folgen von Bonanza? Hey Joe, Hoss hat sich gewaschen, ich glaube, er trifft sich mit einer Frau. Damals, in der guten alten Zeit. Oder? Auf dem Land müssen ja, das muss man leider sagen, Homosexuelle immer noch ein bisschen verbergen, ihre Neigung. Sie werden oft diskriminiert. Und sie fallen eigentlich erst dadurch auf, dass sie zum Beispiel bei einem Volksfest auch nach einem 10. Bier noch nicht der Frau an den Busen fassen. Und schon wird man stutzig. Immer mehr Schwule werden Bauern, wirklich. Deswegen auch dieser Priestermangel. Falls Sie auf dem Land leben sollten und jetzt sagen, sag mal, woran erkenne ich eigentlich einen schwulen Landwirt? Am Jauchefass von Alessi. Helmut Zerlett und Band! Hier ist das Bargeld. Denn heute kann sich wieder eine Dame oder ein Herr etwas dazu verdienen. Letztes Mal hatten wir diese sehr sympathische Krankengymnastin. War sie Krankengymnastin aus Bergisch Gladbach, die den Inhalt ihrer Handtasche gezeigt hat? Nein, sie war Tanztherapeutin. Sie war Tanztherapeutin, genau. Heute geht es nicht um den Inhalt ihrer Handtasche. Heute geht es um, man kann schon sagen, welthistorisches Wissen. Aber dazu gleich mehr. Wir haben heute Abend einen tollen Gast, eine junge Sängerin, zum ersten Mal bei uns. Die Gruppe heißt Wir sind Helden. Und die CD, die seit Montag auf dem Markt ist, oder wie wir sagen, Fachsprache, in den Regalen steht, heißt Guten Tag. Die Sängerin heute Abend bei uns, Judith Holofernes. Sie wird das nachher selber erklären. Sagt man Holofernes oder Holofernes? Also ich würde Holofernes. Holofernes? Und du sagst immer Holofernes, ne? Ja, da haben wir das nicht schon mal vor 3 Jahren oder was ausführlich? Wie ja, da hatten wir mal Blut in der Kunstgeschichte und ja, da genau. Kam es auch vor. Heißt es, weißt du das zufällig? Weißt du das, Helmut? Weiß es jemand von Ihnen, sagt man Holofernes oder Holofernes? Man kennt den Stücktitel. Sie wird das nachher erklären, weil es war immer, sie heißt Judith. Sie heißt ja so. Ne? Und weil sie aus einer gebildeten Familie kommt, war auf jeden Fall, gut, sie wird das nachher erklären. Ja. So. Oh, ich glaube, eine wichtige Veranstaltung habe ich heute gesehen in der Neuen Zürcher Zeitung. Und zwar am 6. März in St. Moritz in der Schweiz, wo zurzeit gerade auch die Skiweltmeisterschaften. Wie ist es gelaufen? Mal ganz kurz gefragt, war es oben sehr vereist mit Waldi Hartmann.
Und Zeit für Public Diplomacy. Ich glaube, zu dieser Veranstaltung melde ich mich an. Schauen Sie mal hier. Zeit für Public Diplomacy. Viele werden sagen, Donnerwetter, mit dem hatte ich, den kenne ich doch. Natürlich, schauen Sie, das ist der Ex-Botschafter. Drunter steht's. Der Ex-Botschafter, Jurist und strategischer Unternehmensberater. Ein klarer Fall von Dreifachbegabung, oder? Ja, ja, ja. Der Ex-Botschafter, Jurist und strategischer Unternehmensberater Thomas Bocher zeigt auf, was öffentliche Diplomatie ist und was sie bewirkt. Scheint hinterher sicher gemütlich zusammen sein mit geilen Weibern, oder? Ja. Ja. Und es ist eine tolle Annonce. Das hat Stil, oder? Ja, natürlich. Ja? Anzeige, also im Sinn von Annonce. Ja, ja. Und es ist ja, ein tolles Foto. Es ist nicht irgendwie so reingequetscht. Nein, nein, nein. Und also Zeit für Public Diplomacy. Ja. Ja, natürlich. Aber du fährst hin? Ich glaube, ich melde mich an. Mach das. Ja. Kannst dich direkt kannst du anrufen. Soll ich anrufen? Ja. Ich fahre mit dem Ex-Botschafter Thomas Bohrer. Vielleicht ist er ja da. Grad. Hier bereits. Ich rufe mal an in diesem Hotel. Bitte? Ja, das ist ein Donnerstag. Ja, das geht schon. Oh, ja. Aber das ist, da brauche ich wieder die Vorwahl der Schweiz. Wisst ihr, weißt du? Danke. Fantastisch. Unser Regisseur Cyril Wieder. Der weiß natürlich. Argentinier die Vorwahl. Weiß ja. Die Vorwahl der Schweiz. Ja, 0041. Das muss ich. Nur? Nein, keine nein, nicht Cyril. Die Null vom Hotel auch wählen. Die Null vom Hotel auch wählen. Achso. Bist du der Veranstalter? 0041 081. Souvretterhaus, St. Moritz. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Na super. Dann lass die Null weg. Ah, das Amt ist da. Guten Abend. Guten Abend, mein Name ist Schmidt. Ich habe heute eine Annonce gesehen. Herr Bohrer hält bei Ihnen einen Vortrag am 6. März. Ja, das ist richtig. Herr Bohrer ist am 6. März bei uns im Haus. Gibt es da noch Karten? Da muss ich Sie mal weiterverbinden. Danke. Moment, bitte. Siehst du? Da wird schnell. Na, da ist ein Boom, da ist ein Run. Bitte? Bitte, Herr Bohrer. Ja, in der Schweiz spricht man Deutsch. Ja, aber nicht so. Schweizerdeutsch. Na, nicht unbedingt. Ja, und St. Moritz. Was ist der Komponist? Guten Abend. Guten Abend, mein Name ist Schmidt. Für die Veranstaltung mit Herrn Bohrer am 6. März. Gibt es da noch Karten? Ja, gerne, ja. Und möchten Sie ist was da, reservieren? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ist da hinterher auch ein Essen oder ist das nur ein Vortrag? Nee, ist nur ein Vortrag eigentlich. Ja? Ja, aber Sie können natürlich bei uns essen. Das ist ja. Kostet das Eintritt? Moment. 35 Franken pro Person. Ja? Dann, ich müsste noch mal nachschauen, ob das terminlich geht. Ich würde mich noch mal melden, ja? Gerne. Vielen Dank. Und Sie wissen ja, dass bei uns dunkler Anzug mit Krawatte abends. Selbstverständlich. Ja? Selbstverständlich. Danke. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja, danke. Schau hier. Stil. Das ist ein Vortrag mit... Ich sag's dir. Das ist eine ganz andere Klasse von Veranstaltung als diese Medienveranstaltung, diese Get-Together-Partys irgendwo in dunkler Anzug und Krawatte. Und das, ich glaube, das hat der Herr am Telefon mir schon angehört, dass das für mich nicht selbstverständlich ist. Dass, ja, natürlich. Das hört er schon an meinem Tonfall, dass man mir das sicherheitshalber mal sagt, ja. Dass ich nicht hier in Jogginghose mit T-Shirt komme und sage, wo, der Vortrag mit Herrn Bohrer, wo sind denn da die Weiber? Oder? Sondern man sitzt erstmal, das ist ja unglaublich, was sich Herr Bohrer in Deutschland auch von der Presse bieten lassen musste. Ja, furchtbar. Dieses Nacktmodel. Seine Frau vor allem. Da, bitte? Seine Frau, was ist das? Ja, unglaublich. Sean Bohrer-Fielding. Das ist ja unglaublich. Er hat sich zu Recht mal beschwert, was Teile unserer Presse sich ihm gegenüber herausgenommen haben. Zu Recht. Mit irgendwelchen Nacktmodellen, die schriftlich bestätigt haben, ich habe gelogen.
Und er hat gesagt, jeder, der nochmal was Negatives gegen ihn sagt, wird er verfolgen, juristisch. Er hat recht. Und jetzt hält er als Ex-Botschafter, Jurist und strategischer Unternehmensberater am 6. März im Sovrettahaus in St. Moritz einen Vortrag, wo schwarzer Anzug und Krawatte Pflicht sind. Falls Sie da hinfahren. Fahr wahrscheinlich. Oder ich lasse mir ein Video schicken von diesem Vortrag. Was ist eigentlich Public Diplomacy? Public Diplomacy, öffentliche Diplomatie. Also im Gegensatz allgemein zu Hinterzimmerdiplomatie oder so, also Public. So. Naja, wahrscheinlich so auch nicht unter, zwischen Staaten, sondern zwischen Privatleuten, ja, auch im Sinne von Consulting und ja, genau. Development ja. Und Get-Together und so. Tolle Sache. Ja, toll, dass wir uns an solchen Leuten orientieren können, meine Damen und Herren. Herr Antrag und ich haben uns oft überlegt, wer sind eigentlich die wirklich großen Geister der Menschheit? Ja, wer hat die Menschheit wirklich weitergebracht? Ich sage mal ein Beispiel. Zum Beispiel William Shakespeare überschätzt. Lass uns offen sagen. Gut, wir können nachher drüber reden, aber ja. Was hat er letzten Endes gebracht? Hamlet, gut. Will man Hamlet wirklich sehen? Eigentlich nicht. Er ist der Begründer der modernen Dramatik. Also wir säßen nicht hier, es gäbe keine Filme, es gäbe kein Fernsehen, wenn nicht Shakespeare das Drama zum Volk getragen hätte. Stimmt, auch wieder richtig. Ja. Und genau solche Meinungen wollen wir kontrovers diskutieren. Sie sehen 10 Bilder, eingeblendet von Giganten der Menschheit. Wenn Sie wissen, wer das ist, und wenn Sie wissen, was er gemacht hat, gibt es Geld zu gewinnen. Wer möchte hier auf diesen Stuhl, auf den ein Herr Bohrer vielleicht auch eines Tages Platz nimmt, als Strategic Consultant, Ex-Botschafter und Diplomacy Agent? Wer, meine Damen und Herren, 50 Euro pro gewusster Persönlichkeit und 50 Euro, wenn Sie noch wissen, was die Persönlichkeit gemacht hat. Wo sind die Handzeichen? Ja, ich nehme die Dame da oben in diesem Kostüm, das schon zu Sovrettahaus tauglich wäre, ja? Sie, kommen Sie bitte nach unten. Grüezi. Guten Abend, wo kommen Sie her? Aus Witten. Aus Witten. Wie man so sagt, Witten-Herdecke? Ja. Ja. Haben Sie an dieser Uni zu tun? Nein. Nein. Wie heißen Sie? Sabine. Sabine. Und der Vorname? Ein alter Scherz. Ja. Aber wir können Vornamen. Wie heißen Sie mit Nachnamen? Niemeyer. Niemeyer. Was machen Sie beruflich, Frau Niemeyer? Ich bin Sozialversicherungsfachangestellte. Oh. Ein Beruf, der in diesen Tagen enorm wichtig ist, oder? Auf jeden Fall. Ja. Müssen wir uns da auf Änderungen im System einstellen? Befürchte es. Wirklich? Ist unser Sozialversicherungssystem pleite? Sie können das nicht sagen als Angestellte, ne? Nee. Aber Ihr Gesicht spricht Bände. Schlecht. Wir hatten neulich schon eine junge Dame hier, die war für Krankenversicherung zuständig. Ja. Aus dem Münsterland. Und da war genau das gleiche, der gleiche Fall. Also das heißt, entscheiden Sie, wer wie viel Rente kriegt? Nein. Nein. Was machen Sie denn da so? In der Krankenversicherung. Bitte? In der Krankenversicherung. Auch in der Krankenversicherung? Ja. Gesetzliche. Verstehe. Mhm. Wo unser eins nicht mehr zurückkam, weil er im Taumel des ersten Börsenfiebers sich privat versichert hat. Ich bin noch in der Gesetzlichen. Herr Antrag ist noch Kassenpatient. Ja, selbstverständlich. Wollen wir hoffen, dass ihm nie was passiert. Ja. So. Ja? €50 pro erkannter Persönlichkeit, €50, wenn Sie wissen, was er gemacht hat. Es geht darum, Leute, die unserer Meinung nach wirklich was gebracht haben für die Menschheit. Ja? Wirklich. Zum Beispiel der Erfinder der Zentralheizung oder so. Als Beispiel. Ja. Ja? Können wir anfangen? Mhm. Gut. Sie wissen den Unterschied zwischen einem Trapez und einem Rechteck? Ja. Sonst kommt ihr einfach wieder. Haben Sie die Sendung gesehen? Nee, ich habe es nur in der Zeitung gelesen. Ja. So. Mhm. Wer ist das? Sie können auch. Ja, hier sehen Sie es auch auf dem Monitor. Achso, ist einfacher. Ja. Wer ist das? Bach. Sehr gut. Jawohl. Johann Sebastian Bach. Was hat er gemacht?
komponiert. Komponiert. Das sind 100 Euro. Sehr gut. Ja, sehr gut. Würden Sie denn auch so zu den 10, wenn man sagt, man muss sich auf 10 Leute entscheiden, die wirklich was gebracht haben für die Menschheit, würden Sie ihn auch dazu nehmen? Ich glaube, er wäre mir nicht angefallen. Aber gehört dazu, oder? Den lasse ich auch drin, ja. Ja. Okay. Den lasse ich auch drin. Ja. Der größte Komponist aller Zeiten, ja. Wissenschaftlich erwiesen, da gibt es auch keine Geschmacksdiskussion, okay, der größte Komponist aller Zeiten. Und gut, also wir werden sehen. Hier ist der Nächste. Wer ist das? Ups. Ich hätte ihn auch nicht gekannt. Vom Bild her. Ich kenne ihn nicht, nein. Einer der Großen, aber wer ist es? Charles Darwin. Charles Darwin. Mhm. Wissen Sie, was er gemacht hat? Vererbungslehre. Biologe. Doch, das ja, kann man ja, gelten lassen. Vererbungslehre, Biologe, mhm. Survival of the fittest. Ja, ja. Mhm. Ja. Evolutionstheorie. Ja, aber okay. Er ist widerlegt, denn auch wir haben überlebt und von fit kann keine Rede sein, oder? 50 Euro, Darwin. Ich bin vorhin ins Grübeln gekommen, ob Darwin wirklich so wichtig war. Der fliegt bei mir raus. Ja, ja. Eigentlich auch. Weil? Ein Fehler. Ja, total. Nein, man braucht ihn nicht. Nein. Weil die Evolution hätte es ja auch ohne ihn gegeben. Eben, er hat es ja nur gesagt. Ja. Ein grober Fehler. Ja. Ich finde auch, ein Fehler, dass wir ihn drin haben, dass der zweite Mann schon falsch, genauso überschätzt wie Shakespeare und Leonardo da Vinci. Ja, okay, das ja. Aber ich, darf ich einen vorschlagen? Ja. Aber wir haben jetzt das Foto nicht. Ja. Gandhi. Gandhi? Ja, Gandhi. Friedens-Gandhi. Frieden, ja. Kennst du einen anderen Gandhi? Ja, hat Gandhi den Frieden gebracht? Ja, aber zumindest irgendwie steht er für eine Neuorientierung nach Jahrtausenden des Kriegs. Tja, da fällt dir Finden Sie ein. Das auch? Ich meine, Gandhi war sympathisch, aber würde die Welt heute anders aussehen, wenn sie nicht gegeben hätte? Weiß man doch nicht. Okay. Er hat auch auf der anderen Seite einen Film verursacht, der dauernd wiederholt wird. Ja, dieser Darwin ärgerlich. Ich meine, der war nicht schlecht. Ja, aber ja. Okay, Freud. Freud war schlecht. Nein, also bitte, Freud braucht nun gar kein Mensch. Wieso? Wie bist du das denn? Ja, dass man mal ein bisschen über sich nachdenkt. Und, ja, was bringt das? Nur Unglück. Ja. Freud bringt nun gar nichts für die Menschheit. Aber null. Ein bisschen Couch und er hatte doch nur ein Thema. Wenn Freud geredet hat, das hat sich angehört, wie wenn die Osborn sprechen. Dann hätte es nur Piep, 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 Brüder. Na, Freud, was halten Sie von Freud? Ich meine, zahlt es die Kasse überhaupt? Psychoanalyse. Psychoanalyse wird gezahlt. Aber die braucht man doch nicht, oder? Wird nicht gezahlt. Wird nicht gezahlt? Nee, Psychoanalyse, nicht Psychotherapie. Psychoanalyse. Ist aber Psychotherapie, könnte man das nicht ersparen, wenn man eine Psychoanalyse vorher machen würde? Nee, hat er mitgemacht. Na, Therapie ist doch, also Therapie ist ja, diese Psychopathen haben doch alle einen an der Murmel, deswegen studieren sie das, oder? Das weiß man doch. Das hat doch jetzt nichts mit Klischee oder Vorurteilen zu tun. Die haben doch einen an der Klatsche. Ja, alles klar. Okay, ja. Oder nicht? Ne. Okay, wir gehen mal zum nächsten, ja? Mit diesem Darwin, das ärgert mich jetzt. Ja. Ja, hast du denn eine andere Idee? Du hast ja auch die Liste der 100 vorgeschlagenen. Man hätte vielleicht doch einen Maler reinnehmen können. Ja. Weil ab und zu ein Bild ist ja doch nicht schlecht, oder? Michelangelo. Michelangelo hätte da reingehört. Ja? Ja. Finde ich schon. Also Leonardo da Vinci ist natürlich auch völlig überschätzt. Total. Und was hat dir Leonardo da Vinci schon gebracht? Dieses Bild, viel zu klein im Louvre, du siehst ja, es gar nicht. Ja, ja. Ja. Alles voll mit Japanern. Ein paar gezeichnet, 400 paar alte Jahre Hubschrauber, vorher. Die nicht fliegen. Ja, genau. Ja. Und dieses eine Bild, wo der mit dem Finger, das war's. Was denn für ein Finger? Ich meine, das war ja auch gar nicht er. Nee, er. Ja. Den nächsten. Das war nämlich. Bitte? Das war nämlich Michelangelo und deswegen gehört er auch da rein. Ja, also Darwin irrtümlich hier reingerutscht. Ja, das ist sehr schwer. Oh, das ist sehr schwer. Also so vom Bild her. Wenn man den Namen hört, weiß man es. Aber ich glaube, das ist einer der ganz Großen, oder? Den würde ich auch lassen, ja. Vom Bild kenne ich ihn nicht. Also schon ein bisschen näher an der Neuzeit dran, also schon eindeutig Neuzeit. Schon ein Foto, oder?
Wissen Sie, wer es ist? Nee. Ich muss auch raten, ist das Edison? Ja. Ja, das ist Thomas Alva Edison. Mhm. Was hat er erfunden? Glühbirne. Absolut, und das gibt 50 Euro. Und dieser Mann war wichtig. Ja, oder? Ja. Alle Philosophie und so weiter, man will es hell haben. Ja? Man will Licht anmachen können. Die Erfindung der Glühbirne war doch nun wirklich wichtig, oder? Ja, sonst wäre es jetzt dunkel. Ja, ich finde auch. Mhm. Es gäbe gar keine Show oder irgendwas. Oder man müsste mit der Kerze rumrennen. So, der Nächste bitte. Ich hätte Arzt werden sollen. Wegen dem Satz, der Nächste bitte, weißt du so. Oh. Ah, man atmet auf. Natürlich. Der Gründer der Rolling Stones. Ja. Albert Einstein. Hat was erfunden? Was hat denn nochmal Relativitätstheorie? Ja, was ist das nochmal genau? Hat man nie begriffen, war aber wahnsinnig wichtig, muss man sagen. 100 Euro für Sie, oder? Ja. Einstein ist nur wirklich... Oder? Nein? Auch falsch? Im Prinzip genau der gleiche Fehler wie bei Darwin. Nee. Was hat er denn verändert? Er hat einfach Grundlagen, er hat sozusagen Grundlagen geschaffen in der Physik, die danach wurde völlig anders über Physik nachgedacht. Und ich sag mal auch, Sachen wie der Kühlschrank jetzt im weitesten Sinne oder die Fernbedienung konnten nur erfunden werden, weil Einstein irgendwie schon mal gesagt hat, E gleich Alpha kleiner 0, wenn Pi gegen unendlich. M gleich MC. Aber doch, Einstein war wirklich, da kannst du diese ganzen Leute, diese Physiker und so weiter, Einstein war wirklich so eine Art... Also den Kühlschrank hat natürlich Herr Siemens erfunden. Ja, also aber nur weil Einstein vorher berechnet hat, wie kalt es sein muss. Nein. Doch, doch. Einstein ohne Einstein, das ist wirklich... Also ich meine, gut, für die also nur für unnützes Zeug, für Atomenergie und für Atombomben. Das wieso denn? Ohne Atombombe kein Gandhi. Atombomben können ja sinnvoll sein, wenn sie richtig abgeworfen werden. Nein, schauen Sie mal. Atomenergie kann ja toll sein, wenn sie friedlich genutzt wird. Zum Beispiel für Atomküchengeräte oder so. Oder bessere Bratpfannen. Ja, so. Nee, also Einstein. Also Einstein wegen Helmut, was hältst du von Einstein? Also ich finde Einstein cool, allein schon wegen der Zunge. Ja. Also mit Erfinder von Rolling Stone. Nee, und er war wirklich ein Superhirn. Okay. Doch, ich habe auch nichts begriffen, aber es ist Einstein wirklich. Lassen wir ihn doch. So, der Nächste. Oh, ganz schwer. Sehr schwer. Tja. Wüsste ich auch nicht vom Foto her. Man kennt sie alle nicht, die Großen dieser Welt. Natürlich nicht. Wer ist das? Das ist Alexander Fleming. Alexander Fleming. Ganz wichtiger Mann für Sie. Ja. Hat Penicillin erfunden. Sehr gut. Sehr gut. Und Alexander Fleming auch kein Gandhi. Gandhi hat ja in gewisser Weise die Demo erfunden, kann man sagen. Ja, ist doch wichtig. Und die Demos sind ja voll von Leuten, die zum Beispiel total Antibiotika ablehnen. Der muss ja erstmal erfunden werden. Was halten Sie von Antibiotika? Wenn es nötig ist. Ich finde auch. Mhm. Also das ist dann nur wirklich, was das bringt, oder? Ja, gut. Also der er und Edison. Man hat irgendwie einen eitrigen Zehen und macht das Licht an. Das Penicillin und das Licht anmachen, das bringt doch mal was. Ja, das ist ja ohne Frage. Gut. Milliarden Menschen das Leben gerettet. Das absolut. Puha. Ganz lang her. Bitte? Ziemlich lang her. Also ziemlich lang her. Ja. Mhm. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Mense? In Mense. Ich kenne ihn. Heile. Johannes Gutenberg. Das ist Johannes Gutenberg. Ja. Wissen Sie, was er erfunden hat? Buchdruckerei. Sehr gut. Die Buchdruckerei. Also Buchdruck. Wichtig. Oder? Nein? Ist natürlich eigentlich nur so ein Handwerker, aber war es schon sehr wichtig, glaube ich, ja. Ja, ist doch natürlich bei so einem Mann immer die Frage, hätte nicht zwei Stunden später irgendein anderer das auch erfunden? Ja, aber er war nun mal der Erste. Ja, okay, gut. Ist er mit allem ist Gigant. So? Er ist ein Gigant. Wer dann? Jetzt kommt was, naja. Wer ist das? Mozart. Sehr, ja, gut. Sehr gut. Beruf? Komponist. Komponist.
Was, Kopfschütteln? Also, wir haben ja bisher einen Komponisten gehabt und 1, 2, 3, 4, 5 Wissenschaftler, Entdecker, Naturwissenschaftler. Na, selbstverständlich. Jetzt kommt schon der zweite Komponist. Natürlich, und es gibt ja auch keine anderen. Alle anderen waren schlecht. Alle anderen Komponisten waren schlecht, wenn du sagst, überfordert, überschätzt und braucht man nicht. Ja, aber ist er nicht auch irgendwie so ein Unterhaltungskünstler? Ich meine, da kannst du ja auch irgendwie Elvis Presley oder John Lennon da hinsetzen. Sind nur letzten Endes miese Abklatsche von Mozart, Zwerge, Einzeller. Und warum ist Beethoven nicht da drin, sondern Mozart? Ganz schlecht, völlig überschätzt Beethoven, konnte nichts. Versager. Ja. Das musst du aber jetzt noch begründen. Also Mozart ist für mich so, und vielleicht bin ich ja auch von dem Film da fehlgeprägt, aber so ein... Von welchem Film? Den Film. Ach so. Was ist Mozart für dich? Bitte? Was ist Mozart für dich? Naja, so ein Jüngelchen, der ein paar fetzige Hits geschrieben hat und dann schnell vergessen wurde erstmal. Nein, er war ein Universum. Okay, gut, du sagst... Definitiv. Bitte? Ja, wirklich. Ja. Und deswegen alle anderen Komponisten schlecht. Mhm. Beethoven, Brahms. Händel. Ganz schlecht. Oder ist es falsch? Händel. Ist es falsch? Was jetzt? Ich habe mich zugehört. Ja, muss ich denn mir alles reinziehen? Er kennt sie nicht. Bitte? Muss ich mir alles reinziehen? Wen meinst du jetzt? Händel? Nein, man braucht mal noch andere Komponisten außer Bach und Mozart. Ja, natürlich. Wen klar. Denn? Ach, zum Beispiel Sibelius fand ich klasse. Sibelius. Mhm. Gibt es Menschen, die auf dem Sterbebett sagen, spiel was von Sibelius? Ja, klar. Ja? Ja, klar. Wirklich? Ich denke schon. Ja, außer seinen Verwandten. Und was Verwandten. Mit Tschaikowski? Ja, aber Tschaikowski war doch nun wirklich, also... Ja, das ist... Ne? Russisch Kuschelrock. Oder nicht? Ja, wir reden hier von dir. Das ist ja keine plumpe Meinungsgeschwurbel oder dumme Klischees. Es sind deine Zehn-Giganten. Das sind, nein, das sind nicht meine Zehn-Giganten. Du hast das sind wissenschaftlich fundierte Analysen. Analysen. Analysen? Ja. So. Oder? Ja, oder aber nicht? Wenn Mozart, dann doch auch Tschaikowski, oder? Wenn Mozart... Tschaikowski ist dieselbe Liga wie Mozart? Ja, finde ich schon. Thomas. Unter den zehn Giganten der Menschheit würde ich nur Bach nennen. Aha. Mozart nicht? Nein. Nicht unter den zehn Giganten der Menschheit. Warum nicht? Weil das nicht in diesem Maße epochal ist, aus meiner Sicht. Bach ist einfach in einer anderen Liga. Ja, dann schmeiß ihn doch raus, den Versager. Ja, okay. Ja. Soll er doch mit da rumkugeln. Irrtum. Wir haben uns geirrt. Mozart überschätzt. Ja. Wundere mich, ja, dass überhaupt noch ein Ton von ihm gespielt wird. Ja, ja. Ich habe aber einen Ersatz für ihn. Wen? Wir hatten noch keine einzige Frau, ne? Ja. Nein, stimmt, ja. Wen? Marie Curie. Ja, ich glaube auch. Hat irgendwie auch atommäßig rumgeköchelt. Ja, ja, genau. Was hat sie erfunden? Im Mexiko noch nachgeguckt. Das ist schon wieder vergessen. Ne? Irgendwas mit... Die Curie-Wurst? Ja, wir sind eine Comedy-Show, oder? Ja, entschuldige mal. Die Marie-Curie. Ja. Ja, die hat auch noch was entdeckt. Na, jetzt war Radioaktivität. Hm. Radioaktivität. Das hat sie entdeckt? Ist das richtig? Sie hat die Strahlung entdeckt? Ja, genau. Die Vorläufer mit Herrn Becquerel, den man ja auch kennt. Herr Becquerel hatte seine große Zeit, aber zur Zeit von Tschernobyl und ist jetzt wieder in Vergessenheit geraten. Genau, ja, ganz genau. So, wir machen mal weiter. So. Wer, ich glaube, das ist der allergrößte überhaupt, oder? Ja. Doch. Nein? Ja, wie man es nimmt. Ne? Ist es mit Apfel und... Ja, genau. Doch, absolut. Goethe hat ihn gehasst. Echt? Ja. Das ist Helmut Newton. Quatsch. Isaac. Helmut Newton. Gekannt? Der Kollege. Ja. Obwohl Helmut Newton auch mit Leuten nicht mehr arbeitet, bei denen die Schwerkraft zu stark nach unten zieht. Wissen Sie, was er erfunden hat? Oder entdeckt?
Ja, Newton'sche Gesetze gibt es. Ja, genau, ja. Er hat, also hat man schon irgendwie mit der die Schwerkraft entdeckt. Tun, ja. Ja, Schwerkraft. Meiner Meinung nach der allergrößte überhaupt. Kriegt ihr dafür nicht 50 Euro? Doch, hundertprozentig. Natürlich, bitte. Newton. Goethe hat ihn gehasst. Ja, warum denn? Weil er wusste, dass er größer ist, weil Goethe nur Stücke geschrieben hat, die keiner mehr sehen will. Goethe ist völlig überschätzt, das haben wir ja schon mehrfach bewiesen. Ja, das bin ich nicht deiner Meinung, aber Goethe ist schon zu speziell so ein deutscher Dichter fürs National. Ja, und war auch ständig neidisch auf alle anderen und so weiter. Und aber er hat ja auch wieder nur was entdeckt. Ja, entschuldige bitte. Der Apfel wäre ja auch ohne ihn runtergefallen. Doch, es gibt doch, habe ich nun absolut gelesen von Wissenschaftlern, als es darum ging, das Gen sich patentieren zu lassen. Was wäre gewesen, wenn Newton sich hätte die Schwerkraft patentieren lassen? Da würden wir jeden Tag abdrücken, nur fürs Rumlaufen. Ja, aber das geht ja eben nicht. Die Evolution wäre ohne Darwin vonstatten gegangen und die Schwerkraft auch ohne Newton. Ja, aber du hättest dich immer gewundert, die Lufthansa würde heute nicht begreifen, warum ihr Flugzeug nicht fliegt. Weil es auf den Boden runtergezogen wird. Das hat alles er entdeckt. Definitiv. Thomas, Newton doch unter die 10 Giganten oder nicht? Unter den 10 Giganten. Oder nicht? Ich stimme dir zu. Ja, hundertprozentig. Na gut, okay, dann lass mal drin. Ja, jetzt hast du mir schon so Loser wie Darwin und Mozart reingeschummelt und das will sie ihn auch nochmal nicht machen. Ja, okay. So, das hier ein ganz alter. Ja. Kennen Sie ihn? Hätte ich auch nicht erkannt. Pythagoras. Pythagoras, genau. Mir persönlich sagt er nichts. Brauchen wir ihn? Ja, warum hast du ihn dann reingenommen? Du hast ihn reingedrängt. Ja, weil ich dachte, Mathematiker wäre nicht schlecht, aber eigentlich ist es auch ein bisschen überflüssig. Das hätten Sie gewusst mit Mathematik. Ja, wissen Sie, wie der geht? Er hat irgendwie mit den Dreiecken zusammen. Ja, genau. Im rechtwinkligen. Sie sind schon nah am nächsten 50er. Rechtwinkligen Dreieck. A Quadrat gleich. Eine A plus B, eine A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Sehr gut, sehr gut. Braucht man das? Braucht man das eigentlich? Jetzt nicht mehr. Ja, man braucht es schon. Siebte Klasse. Das ist, glaube ich, echt auch sowas, ja. Oder? Ohne den wäre nichts gelaufen. Ja, man hätte irgendwie nicht gewusst, wie man einen Parkplatz rechteckig macht oder so. Nichts, gar nichts. Autos wären rund oder so, ohne ihn. Berechtigt. So, dann hier der 10. Gigant. Das Bild, ihn kennt auch wieder keiner. Nee. Ihn kennt keiner, aber er war echt auch... James Watt. Und hat was erfunden? Ja. Dampfmaschine? Toll! Ja! Jetzt dann gebe ich Ihnen 100 Euro. Das haben Sie toll gemacht. Sie können eh aus. Vielen Dank. Alles Gute, bleiben Sie uns gewogen und viel Erfolg im Job. Dankeschön. Sabine, es ist sehr gut. Ich hätte die meisten nicht gekannt, oder? Bitte? Ich hätte die meisten nicht gekannt. Nee, das ist super schwer, das sind ja, erkennt man halt. Wer hätte unbedingt noch reingemusst, Thomas? Schwer zu sagen. Also, mein Ressort wären ja dann die Komponisten. Ja. Und wenn es einen neben Bach gäbe, würde ich sagen, wäre das Arnold Schönberg. Arnold Schönberg? Ja. Zu den Giganten der Menschheit? Ja, würde ich schon sagen. Er hat ja sozusagen im Alleingang auf der... Grundlage der Veräußerung von Wagner, der hat da sicherlich in gewisser Weise Pionierarbeit geleistet, ein völlig neues Tonsystem entwickelt, was sozusagen losgelöst von der Tradition ist. Und seitdem hat sich das Komponieren sozusagen grundlegend verändert. Aber wir haben auch keinen Schriftsteller drin. Nee. Ja, aber wer auffällt, ist Jesus Christus. Nee. Nee? Begründung? Erzähl. Letzten Endes nicht erwiesen als tatsächlich gelebt habende Figur. Meinte? Ja, nicht wissenschaftlich nachgewiesen. Mit Buddha? Bitte? War es mit Buddha? Nein, wir haben ja keinen einzigen Religionsstifter drin. Wir haben auch keinen Maler drin. Ja, ja, aber zu Unrecht, wie wir festgestellt haben. Michelangelo gehört schon rein. Ja, der ersetzt Darwin. Bitte? Karl Marx? Ja, aber ich meine... Karl Marx. Karl Marx in 1000 Jahren kennt den keiner mehr. Was hat Karl Marx jetzt, sag mal, wo du sagst, mein Gott, was dieser Karl Marx alles erfunden hat? Na, halt den Kommunismus, aber Gott. Ja. Naja, gut, er war auch eine Zeit lang hip. Beliebt. Hm. Aber. Was meinen Sie, wen haben wir vergessen? Toll, diese nachdenkliche Atmosphäre. Das ist so richtig. Was meinen Sie? Rufen Sie mal einen Namen rein. Schmidt. Ah, ja, ne.
Sie kriegen ja auch kein Geld. Jawohl. Ich glaube, wir brechen das jetzt ab. Das, meine Damen und Herren, ist die aktuelle und ich glaube auch erste und überhaupt einzige CD der Band Wir sind Helden. Guten Tag und hier ist die Sängerin. Herzlich willkommen, Judith Holofernes. Holofernes. Ja. Du bist ja auch nicht sicher, doch. Ich muss sagen, ich habe gerade gemerkt, dass ich mir selber nicht so sicher bin. Ich habe das einfach blind immer gesagt, seit ich 19 bin. Ja, und warum? Was ist der Grund? Warum ich Holofernes denke? Nein, warum du dich Holofernes nennst. Ach so, wenn man Judith heißt, dann wird einem das auf allen Familienfesten dieser Welt hinterhergeschmissen, diese Geschichte. Ja, was war eigentlich die Geschichte zwischen dir? Du hattest Holofernes mal in der Sendung, oder? Hattest du nicht mal so ein Bild von Judith mit dem Kopf des Holofernes? Ja, und warum? Hat sie ihn geköpft? Sie hat ihn geköpft. Also Holofernes hat Judäa belagert und alle, die drin waren in Judäa, sind verhungert. Ja. Sie auch beinahe. Und dann ist sie raus in der Nacht, hat ihn verführt in seinem Zeltlager und ihm dann den Kopf abgeschlagen. Drüber ab. Und das war dann immer sozusagen der Bild, also waren irgendwie Onkels oder Großvater von dir Lehrer oder Studienräte und so, die die Geschichte kannten, ja? Ja, genau. Ich bin ansonsten auch, also ich bin verblüffend bibelfest dafür, dass ich nicht getauft bin und fast niemals in der Kirche war. Aber viel mehr als das weiß ich dann doch auch. Und woher kennt das? Woher kommt das, dass du dann bibelfest bist? Ich hatte eine Kinderbibel und ich fand die Geschichten so gut. Irgendwie. Mit den Bildern, Jonas mit dem Walfisch und ja, sowas. Ja, es ist ja alles sehr blutrünstig und sehr spannend. Ich fand das sehr gut. Und sehr brutal. Ja, das auch. Noch brutaler als das Musikgeschäft, um mal eine Überleitung zu finden. Ich meine, wie kommt man, ist eure erste CD? Das ist unsere erste, naja, wir hatten so eine kleine mit 5 Liedern drauf, aber noch ohne Plattenfirma. Ja. Die war so selbst gemacht und die wurde nur 5 Lieder lang, weil wir nicht mehr Geld hatten. Und mit dieser kleinen EP sozusagen sind wir dann aber schon in die Radios relativ aus Versehen gekommen und haben dann auch dieses Video gemacht, was dann verblüffenderweise bei MTV plötzlich landete. Ja, und das Video, ich wusste das gar nicht, ich habe das immer nur im Radio gehört, die Nummer. Und das Tolle ist, wir kommen in diesem Video vor, wir zeigen Ihnen mal einen Ausschnitt. War das Kalkül? Das war, ehrlich gesagt, zu der Zeit hat noch kein Mensch gedacht, dass das Teil überhaupt im Fernsehen laufen würde. Ja. Also als wir dieses Video gemacht haben, da dachten wir, wenn wir richtig doll Glück haben, dann kommen wir einmal bei Charlotte Roche und damit wäre ich auch schon sehr, sehr glücklich gewesen in Wirklichkeit. Und insofern, es war eigentlich so ein Running Gag in der Band. Also ich meine, das muss natürlich auch besonders schick für dich sein, wenn du weißt, dass sozusagen bei Harald Schmidt sein schon so ein Standard an Rockstar-Träumen ist. Zwiespältig, weil es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man das macht, um dann in die Sendung eingeladen zu werden und dann werden wir sehr böse. Oh. Ja, ja, nee, aber in dem Fall, ich wusste das ja gar nicht, dass es in dem Video vorkommt, sondern ich fand die Nummer gut, als ich sie im Radio gehört habe. Ja. Ja? Und, aber manche Leute versuchen sich dann so reinzumogeln und dann beschimpfen wir die und laden die hundertprozentig nicht ein. Aber in dem Fall war es so, dass ich wusste, mich auch gerne beschimpfen. Nein, überhaupt nicht. Ich möchte dich nicht so verwöhnen. Aber ich wusste bis gestern gar nicht, dass du dieses Lied singst. Oh, das finde ich schick. Ja, ich kannte das Lied und fand das, habe das häufig gehört und fand das wirklich gut. Ja? Und dann hieß es, ja, das ist die Sängerin und so weiter und jetzt bist du hier. Wie schön. Ja. Das war auch wirklich ehrlich, also so ein Running Gag in der Band schon vor dem Video. Und dann haben wir sozusagen unsere gesammelten Running Gags gesammelt. Also der eine war irgendwie, das ist frisch, was so ein typischer Plattenfirmen-Fuzzi-Spruch ist. Und das andere war, und dann sag ich so zu Harald Schmidt. Plattenfuzzi sagen immer, das ist frisch? Mhm. Wenn frisch oder die ganze Firma burnt für euch, das ist auch besonders Nein, die ganze Firma burnt für euch. Ja. Ja. Mhm. Ist das so wie ein Satz, den man als Moderator hört, wie lass uns mal am Konzept noch ein bisschen basteln, wo man weiß, die nächsten 3 Jahre tut sich gar nichts mehr? Ja, so. Die ganze Firma burnt für euch? Die ganze Firma burnt für euch ist sowas, wo danach dann nicht besonders viel passiert, aber was schon guten Willen zeigt. Ja, verstehe. Das ahnt man aber schon, wenn man diesen Satz hört, oder? Ja. Wo bist du aufgewachsen? Ich bin, naja, die ersten 6 Jahre in Berlin ja. Und dann in Freiburg. Also ich bin so ein komisches Hybrid aus Schwarzwaldmädel und Berliner. Aber du hast nie diesen Dialekt gesprochen, oder? Diese Mundart. Freiburger? Ja? Nee, damit war ich total aufgeschmissen. Ich konnte mit 6 Jahren in Freiburg noch nicht mal Brötchen kaufen. Wirklich? Weil, wie sagen die, Weckle? Weckle. Ich habe immer gesagt, ich gehe nicht weg. Und da hast du da Straßenmusik gemacht? Mit 6 Jahren noch nicht. Nein, aber später. Ja, ich habe mit 14 angefangen. Ja. Freiburg ist ein Mekka der Straßenmusik. Absolut. Man kann unglaublich viel Kohle verdienen. Viel, wirklich? Viel mehr als mit einem Plattenvertrag. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und was habt ihr für eine Art von Musik in Freiburg gemacht?
auf der Straße? Ich war das eigentlich alleine. Ich habe alles gecovert, was mir unter die Finger kam, was ich mochte. Ich habe echt richtig Songwriter-mäßig mit Dylan angefangen. Wirklich? Ich habe Elvis Costello gecovert. Ich habe David Bowie übersetzt. Auf Deutsch dann? Ja. Ja. Aber auch Rio Reiser. Alles, was ich mochte. So mit 14 Jahren und Schlapphut und Schlaghosen und... volle Kanne-Hippie von vorne bis mit Gitarre dazu? Mit begleiten? Gitarre. Ja. Mhm. Und wie viel hat man da so am Abend dann im Gitarrenkoffer gehabt? 70 Mark oder so. Das ist ja nicht schlecht. Ja, fand ich auch. Ja? Also wenn irgendwie alle deine Freundinnen stattdessen bei Burgerketten arbeiten, namenlosen, ja, dann ist das schon eigentlich ein cooler Job. Der ja auch nur Spaß macht. Ja, total. Ja? Und vor allem, wenn dann die Betrunkenen, also man lernt irgendwie unheimlich gut sein Publikum in den Griff kriegen, weil wenn dann da die Leute alle stehen und sagen, kannst du auch was von Rolling Stones? Ja. So mitten ins Lied rein. Und konntest du was von Rolling Stones? Nee, mit Absicht nicht. Aber du magst die Stones nicht? Nein, weil immer die Betrunkenen danach fragten. Es sind vorwiegend Betrunkene, die nach den Rolling Stones fragen. Vielleicht waren die nicht betrunken, sondern heroinsüchtig. Das kann auch sein. Ja, kann man das unterscheiden? Der Profi vielleicht schon. Hast du was mit Drogen zu tun? Ich meine, du bist Musikerin, da ist die Frage Pflicht. Ja, ich interessiere mich unglamouröserweise verblüffend wenig für Drogen. Also ich bin, auch nicht Alkohol? Nee, ich bin sehr gerne nüchtern, weiß nicht. Ja, ich kann es verstehen. Also ich bin auch kein Missionar oder so, aber es ist einfach so nicht mein Lieblingshobby. Das heißt, wie verbringt ihr dann so die Abende als Band? Deine Mitbandkollegen haben damit auch nichts zu tun? Die anderen sind betrunken und ich meditiere. Wirklich, die anderen trinken? Ja? Könnt ihr denn von eurer Musik schon leben? Knapp, ganz knapp. Es geht langsam los. Also wir hatten bisher immer wahnsinnige Schulden, weil wir immer irgendwie die Techniker so viel verdient haben, wie wir in 3 Monaten. Ja. Und jetzt geht es langsam los. Also ich drücke euch sehr die Daumen, aber es wird natürlich hauptsächlich über dich laufen. Das ist immer das Schicksal von diesen Bandmitgliedern dann. Ist das so? Ja. Weil du natürlich sehr gut aussiehst und das ganze Marketing und so weiter wird alles über dich laufen und die Typen stehen dann im Hintergrund und können dankbar sein, wenn sie noch mit aufs Foto. Ich versuche mir immer zu weigern auf Fotos, sage ich immer, kann ich nicht zwischen den Jungs stehen, sieht ja auch nett aus, wenn ich so viel kleiner bin. Und der Fotograf immer, Ja, nee, diese Branche ist leider sehr sexistisch. Wir versuchen da ein bisschen entgegenzuwirken hier in der Show. Indem wir die Jungs einladen. Ja, normalerweise sitzen die dann immer in der ersten Reihe und winken auch, wenn die mit so einer Band hier sind. Ja, die können nicht kommen, die sind nämlich gerade schon in Augsburg beim Soundcheck. In Augsburg beim Soundcheck? Das erinnert mich an meine dunkle Vergangenheit. Habt ihr da ein Konzert heute? Wir haben heute noch ein Konzert quasi eigentlich, also wenn das jetzt hier... ausgestrahlt wird? Ja, aufdecken darf. Wo spielt ihr denn in Augsburg? Da kenne ich mich aus. Wo in Augsburg? Im Kerosin. Oh, das gab's zu meiner Zeit noch nicht. Ihr kennt das? Ja! Seid ihr aus Augsburg? Ja! Sehr schön. Also da spielen wir quasi jetzt gerade, also wir können geil. Publikum zu Publikum grüßen. Also da kann man vielleicht der Augsburger sagen, wenn sie euch jetzt noch rechtzeitig anzieht und ins Kerosin geht, da burnt es heute Abend. Ja? Das Kerosin burnt hoffentlich im Kerosin. Uns. Toi, toi, toi und danke bis zum nächsten Mal. Danke. Ja? Judith von der Fernes, meine Damen und Herren, die Platte heißt Guten Tag, wir sind Helden. Vielen Dank, gute Nacht, tschüss.